zuvor bei The Walking Dead. Während wir nach einem neuen Zuhause suchten, fanden AJ und ich tief im Wald ein altes Internat mit Teenagern. Ihr Anführer war ein Typ namens Marlon. Und AJ hat abgedrückt. Ich sagte AJ, dass er im Recht gewesen war, ihn zu töten. Die anderen Kinder sahen das nicht so. Sie stimmten ab, uns rauszuwerfen. Ich dachte nicht, dass wir zurückkommen. Dann griff Abel AJ und mich an. Einer der Plünderer, den Marlon die Zwillinge überlassen hatte. Bei ihm war eine Person, die ich nie wiedersehen wollte. Lily. Die Beißer hatten uns fast erwischt, als plötzlich einer mit mir redete. Sein Name war James, ein Ex-Flüsterer, der die Beißer beschützen wollte. Er half mir mit AJ, aber ohne richtige Medizin hatte er keine Chance. Beim Anblick von AJ hatten die anderen Mitleid und nahmen uns wieder auf. Als ich erklärt hatte, wie wir die Schule gegen die Plünderer verteidigen könnten, ließen sie uns bleiben. Wenigstens bis zum Kampf. Ich half Violet mit dem Glockenturm. Gemeinsam betrachteten wir die Sterne. Violet ist eine tolle Freundin. Eine Seltenheit. Dann kamen die Plünderer endlich. Sie öffneten die Tore mit Gewalt, aber alle blieben versteckt. Bis Ten die Deckung verließ, weil er etwas über seine Schwestern wissen wollte. Die Bombe ging los. Um Ten zu retten, stürzte Mitch auf Lily los und hatte dann ein Messer im Hals stecken. Ich hatte nur eine Sekunde Zeit. Ich schoss und rettete Violet. Sie verschleppten drei unserer Freunde. Wir hatten keine Ahnung, wo sie waren. Aber wir kannten eine Person, die es wusste. Erst war ich klein und Mitch hat mir geholfen. Hat mich gelehrt, keine Angst zu haben. Die anderen meinten, er war manchmal ein Idiot. Zu mir war er immer nett. Jetzt ist er tot. Von einem Miststück erstochen, das nicht mal seinen Namen kannte. Ich verspreche dir, Willy. Wir werden zurückschlagen und es ihnen zeigen. Sie werden es bereuen, sich mit uns angelegt zu haben. Mitch würde nicht heulen. Er würde einen Weg finden, unsere Freunde zu befreien. Und dann würde er Lily eigenhändig erschlagen. Hey, AJ wartet im Keller auf dich. Wir haben Abel festgebunden. Er ist am Leben, aber bewusstlos. Danke. Wir sollten Mitch begraben. Es wird Zeit. Ich helfe ihm zu. Verzieh dich! Wegen dir ist er tot! Willy! Es stimmt doch! Wir hatten einen Plan, er hat ihn vermasselt! Komm schon, Willy, das ist nicht Tens Schuld. Du weißt, wer wirklich schuld ist. Du verteidigst ihn auch noch! Was für ein Schwachsinn! Ten! Ich mach das. Sprich mit Abel. Find heraus, wo Lily, Louis, Omar und Asim hingebracht hat. Und Clem? Tu ihm ruhig weh. Vielleicht bekommst du mehr aus ihm heraus als wir.
Das reicht. Jetzt kann er nichts machen. Brody. Hast du deine Waffe wieder? Mhm. Bereit? Mann bei seinen Nickerchen zu stören. Ich hatte gerade einen schönen Traum von einem Mädchen, das ich früher kannte. Sie hatte mich gefesselt, aber ich war nicht gefangen, müsst ihr wissen. Nicht böse gemeint, aber ich träume lieber weiter. Wenn ihr also... Hey, du weißt schon, dass es gebrochen ist. Ich mag deine Stimme nicht. Oh, das tut mir echt leid, aber eine andere habe ich nicht. Und nenn mich nicht Knirps. Du bist ein Knirps. Du machst das zum ersten Mal. Erste Lektion. Ich kann dir nichts sagen, wenn ich vor Schmerz ohnmächtig werde. Mach es nicht noch schwieriger, okay? Ich will nur wissen, wo Lily meine Leute hingebracht hat. Das ist egal. Sobald sie dort ankommt, wird sie kehrt machen und wegen mir zurückkommen. Du solltest mir also lieber eine 5-Sterne-Behandlung zukommen lassen. Wenn sie kommt und ich lächle, kannst du vielleicht etwas Gnade erwarten. Wir haben euch Rotzgören unterschätzt, aber Lily macht den gleichen Fehler nicht zweimal. Das ziehst du nicht durch. So bist du nicht drauf. Nimm den Hund weg! Nimm den Hund weg, du Wahnsinniger! Sag, wie es unsere Freunde sind, damit wir sie befreien können. Lily gibt sie niemals auf. Wir sind nur gekommen, weil wir Leute brauchen. Jonathan und ich sind weg. Dafür hat sie 3 Rotznasen, die kaum schießen können. Selbst ein Idiot wie ich kann sich das ausrechnen. Wir werden sie befreien. Ihr wisst nicht, wie es da draußen ist. Ein einziges Blutbad, eine Gruppe gegen die nächste, von Richmond bis zur Küste. Im Delta herrscht Krieg. Ein Krieg mit kranken Typen, neben denen ich wie die Jungfrau Maria wirke. Für den Krieg brauchen wir Leute. Soldaten, die unseren Befehlen gehorchen und mit Waffen zielen wie befohlen. Ihr Rotzgören hättet ein Kinderspiel sein sollen. Lily verliert nicht gern. Sie stirbt lieber, als mit leeren Händen zurückzukommen. Glaubt ihr, wir machen sowas gerne? Unser Zuhause ist bedroht. Ein gutes Zuhause. Dauerhaft. Ich tue alles, um es zu schützen. Vielleicht versteht ihr das. Ich tue alles, um meine Freunde zu befreien. Zurück zum Thema. Okay. In der Tasche vorn. Die Antwort auf all eure Fragen. Lies es. Alles, was die Klauen spaltet und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Ist das ein Code?
Nein, das ist verdammt nochmal Leviticus. Ich dachte, es passt zur Situation, die andere Wange hinhalten und so. Na los! Alleine zündet die sich nicht an. Ihr wollt wissen, wo eure Freunde sind? Eine Kippe hilft beim Denken. Dann erinnere ich mich besser, wo Lilly hin ist. Los, Knirps. Ich hab nicht viel zu... Ups. Du kleine Schlampe. Oh. Verdammte. Oh, Scheiße. So viel Blut. Oh, Scheiße. Das ist nicht gut. Er wird sterben, oder? Das wolltest du doch, oder? Ja, aber... Dein Wunsch wird erfüllt. Als du mich vom Balkon geworfen hast, ist in mir drin was zerplatzt. Mann, so wollte ich nicht enden. Alles ist aus dem Ruder gelaufen. Seht mich an. Was für ein Schlamassel. Wird er ein Monster? Nein! In meinem Leben habe ich mir alles mit meinen eigenen Händen und meinem Willen erarbeitet. Dass mein Körper mich im Stich lässt und verrät. Ich sag euch, wo ihr Lilly findet, aber... Aber lasst mich nicht zu einem Monster werden. Ich flehe euch an. Wie wäre es damit? Du sagst mir alles, was du weißt. Und dann sehen wir... Ihr müsst es versprechen. Das ist mein bestes Angebot. Los, Abel. Dir läuft die Zeit davon. Du ziehst das nicht durch. Dass ich eins von diesen Monstern werde. Sicher? Was, wenn sie es spüren? Wenn sie sich verwandeln? Das tun sie sicher. Die ganze Zeit. Sie spüren es? Er ist ein Monster, AJ. Tot oder lebendig. Und er leidet wie... Okay, okay. Mein Stiefel. Da drin ist ein Zettel mit allem, was ihr wissen müsst. AJ, guck in den Stiefel. Wir haben ein Schiff. Auf dem Papier steht, wie weit es entfernt ist. Die Worte sind Namen von Städten. Das sind Ruf und Antwort. Damit wir nicht auf unsere Leute schießen. Mittlerweile benutzen wir nur noch Rockingham. Ich kann nicht fassen, dass ich euch das erzähle. Ihr habt euer Ziel erreicht. Bitte, lasst mich nicht so ein Monster werden. Bitte. Ich will kein... Nicht schießen. Ich will mein Gesicht behalten. Du musst das nicht mit ansehen. Ich will aber. Ja.
Wenigstens kann er niemand mehr wehtun. Ja. Komm, wir müssen das Schiff finden. Wenn wir das Schiff gefunden haben, suchen wir einen Weg rein. Ja, sofern Tennis dieses Mal nicht verbockt. Das war nicht Tens Schuld. Doch war es. Mit Stab, weil er... Sprich nur weiter so über Ten. Na los, trau dich. Leute, seht mal. Siehst du etwas? Der Strand, das Schiff und eine Holzstraße im Wasser. Das nennt man ein Pier. Pier. Verteilen und konzentrieren wir uns auf die Gebiete. Seid vorsichtig. Was Nützliches? Sieht wie Baumaterial aus. Oder Möbel. Bestimmt Zeug aus dem Bahnhof. Die beladen die Flöße mit Vorräten. Ich könnte sie losmachen und mit ihnen den Fluss runterfahren. Bleche, Holz, eine ganze Menge sogar. Richtig gute Beute. Sind das Fackeln? Vielleicht. Wieso? Wir könnten das Feuer ausnutzen. Hast du da was gefunden? Die haben Pferde. Lass mich mal sehen. Freilaufende Pferde würden jeden behindern, der uns verfolgen will. Mehr Fackeln.
brennendes Heu würde ihre Aufmerksamkeit erregen und die Pferde verschrecken. So kämen wir leicht auf das Schiff. Hast du das Schiff schon mal gesehen? Nein. Marlin ließ uns nie aus der Sicherheitszone. Der Pier zum Schiff? Das ist unser einziger Weg rein und raus. Mal sehen, was da unten noch so ist. Ein paar sind an Deck, noch ein paar auf dem Pier. Drin sind bestimmt noch mehr. Die sehen auch ziemlich gut bewaffnet aus. Moment, ich sehe Louis. Abel hat nicht gelogen. Das ist es. Auf dem Pier gibt es genug Deckung. Vorsichtig sollten wir unbemerkt an Bord. Bis zum Schiff gibt es keine vernünftige Deckung. Wir brauchen ein riesiges Ablenkungsmanöver. Weiter! Vielleicht können wir die Beißer an den Strand locken. Ist bestimmt leichter, als du denkst. Ich sehe einen Zugang. Habe ich auch gesehen. Am anderen Ende scheint auch eine zu sein. Oben an den geschlossenen Türen ist eine kleine Öffnung. AJ und ich wissen, wie man die erledigt. Ich sehe kein offensichtliches Gefängnis. Sie sind bestimmt unter Deck. Wir hätten Abel fragen sollen. Als er Schiff sagte, dachte ich nicht, es wäre so riesig. Wir sollten raus sein, bevor sie uns sehen. Sobald wir sicher sind, können wir den Plan besprechen. Was ist der Plan? Die haben Wachen auf dem Pier und auf dem Schiff. Ausgeschlossen, mit allen fertig zu werden. Unsere einzige Chance ist, sie irgendwie abzulenken, um an Bord zu schleichen. Verbrennen wir ihr ganzes Zeug. Könnte klappen. Wir können entweder die Vorräte oder das Heu für die Pferde anzünden. Was wir nicht anzünden, nehmen wir mit. Ruby hätte bestimmt gerne ein Pferd. Aber ich würde lieber die Vorräte stehlen. Ja, wir stehlen die Vorräte und verbrennen das Heu als Ablenkung. Du musst höllisch aufpassen, wenn du etwas von den Flößen stehlen willst. Hätte ich sowieso gemacht. Das Feuer lockt die Plünderer vom Schiff und wir können uns über den Pier reinschleichen. Wenn uns irgendjemand sieht, schießen die. Erinnerst du dich an den Mann, von dem ich erzählte? James? Er hat Beißer geschickt, um uns vor Lily und Abel zu retten. Vielleicht können wir ihn überzeugen, es nochmal zu tun. Wir müssen eine große Gruppe an den Strand bringen, damit wir uns zwischen ihnen verstecken können. Perfekt. Vielleicht besser, wenn alle wieder zu Hause sind. Die Plünderer werden bestimmt nochmal angreifen. Was dann? Verstecken, schnell! Ein Plünderer? Es muss sein. Ihr bleibt hier. Ich sehe nach, ob die etwas wissen, das uns weiterbringt. Hör auf!
viele von euch sind dort? Wie viele von was? Keine Spielchen. Beantworte die Frage. Acht. Wir sind acht. Clementine, warte! Das ist Minnie. Nach dem Angriff war ich nicht sicher. Ich meine, es hieß, sie hätten die halbe Schule abgefackelt. Wer hat überlebt? Ruby? Mitch? Brody? Ten? Ruby und Ten haben es geschafft. Mitch nicht. Brody ist tot. Sind Tens Stiefel noch ganz? Seine Stiefel? Die sind so alt und haben mehr Löcher als ein Sieb. Ich habe sie immer gepflegt, aber das ist schon eine Weile her. Seine Stiefel sind in Ordnung. Du bist Clementine. Das Mädchen, die nach Marlins Tod alles regelt. Seltsam. Ich dachte, jeder würde nur für sich selbst kämpfen. Violet trägt die Verantwortung. Echt? Meine Violet konnte kaum mit Leuten reden und auf gar keinen Fall Schülersprecherin sein. Du bist diejenige, die die Schule zum Kämpfen überredet hat. So wie ich das sehe, hast du das Sagen. Deine Führung wird meinen kleinen Bruder noch umbringen. Wie bitte? Abel meinte, er könnte Marlin überzeugen, alle freiwillig zu übergeben, so wie er und Lily sich ergeben hatten. Du hast den ganzen Plan ruiniert. Was zur Hölle? Er hat dich und Sophie verraten. Ja, wir haben es alle überlebt. Marlin hätte sie nie kämpfen lassen, so wie du es getan hast. Er hätte uns nicht in den Tod geschickt. Minnie, du liegst falsch. Clem beschützt uns. Klar, deshalb sind auch so viele tot, was? Er hätte andere nicht in den Tod geschickt? Er hat Brody getötet. Was? Wo ist Sophie? Lebt sie noch? Sie starb bei der Verteidigung des Deltas. Eine Heldin. Heldin? Gott, du... Mist. Rockingham! Macht hin und kommt zurück. Ich will hier im Hellen weg. Jawohl. Das Schiff fährt in zwei Tagen ab zum Delta. Danach können wir den Rest von euch erst in ein paar Wochen abholen. Und dann solltet ihr nicht kämpfen. Der einzige Weg, eure Leute zu retten, ist mit uns. Ich meine es ernst. Kämpfe nicht dagegen an. Es ist nicht zu spät, Minnie. Du kannst noch immer zurück zur Schule. Nein. Nein, niemals. Alles in Ordnung? Nichts hat sich geändert. Unser Plan ist weiterhin auf das Schiff zu kommen und unsere Freunde zu retten. Genau das tun wir. Ihr solltet nach Hause gehen, alles vorbereiten und alle mit dem Plan vertraut machen. Alle bis auf Ten. Ich hab dich gewarnt. Schluss damit. Beide. AJ und ich suchen nach James. Viel Glück.
Ich will nur seinen Kopf einschlagen. Ich habe atmen versucht, Steine werfen. Ich mag das Gefühl nicht, dass ich wem wehtun will. Ich weiß, es ist schwer, AJ. Aber solche Gedanken gehen. Du musst nur geduldig sein. Warten ist schwer. Ich denke zu viel nach. Ich denke, dass ich auch wütend auf Ten bin. Die Deckung zu verlassen, während Lily die Schule angriff, war echt dumm. Aber er weiß nicht, was wir wissen. Und dann hat Willy ihn angeschrien, statt ihm beim Lernen zu helfen. Warum wissen die anderen nicht, was wir wissen? Wenn man einen Plan hat, muss man ihm folgen. Und wenn man jemanden anschreit, hört die Person nicht mehr zu. Tja, die anderen hatten es nicht so schwer wie wir. Wir mussten viele Fehler machen, um zu lernen, was wir wissen. Stimmt. Aber Tens Fehler sind echt so schlimm. Vielleicht lernt er auch von ihnen, so wie wir. Komisch, dass alle so unterschiedlich sind. Es ist ja das Erikson-Internat für Sorgenkinder. Sorgenkind. Sorgen sind schlimm. Waren sie schlimm? Warum? Okay. Manchmal machen sie schlimme Sachen, weil ihnen Schlimmes passiert ist. Ich kannte mal einen Doktor, da warst du noch ein Baby. Er nannte es Trauma. Du hast auch ein Trauma. Du erträgst es nicht, wenn jemand von hinten kommt. Ich mag mein Trauma nicht. Ich will es loswerden. Wie werde ich es los? Ich mag es nicht mal, wie das Wort sich anhört. So funktioniert das nicht. Es ist ganz tief in dir drin. Es geht niemals weg. Das ist blöd. Aber du kannst es ignorieren, wie Wut. Ich mag sie trotzdem. Ich glaube, Ten mag ich am meisten. Selbst wenn er Unsinn macht. Ich glaube, er ist mein erster echter Freund. Ach ja? Ich dachte, das wäre ich vielleicht. Stimmt. Aber du zählst nicht. Du bist alt. Bin ich nicht? Na gut. Er ist mein zweiter echter Freund. Ich sehe James nicht. Nur Monster. James? Du bist verletzt. Waren das die Plünderer? Ich glaube, es waren welche von eurer Schule dabei. Warum seid ihr hier? Die Leute, die du gesehen hast, wir retten sie. Dafür musst du ein paar Beißer für uns fortbewegen. Ich könnte vielleicht helfen, aber meine Maske ist im Lager, in meiner Tasche. Ohne sie kann ich durch keine Herde gehen. Okay, dann holen wir sie. Aber bitte, ich bitte euch, sie nicht zu töten. Die Beißer, wenn ihr sie ablenkt, kann ich heimlich meine Maske holen. Die alle abzulenken? Bitte. Ich versuch's.
weiß nicht, wie lange ich das kann. Hast du deine Maske? Ich finde sie nicht. Die Pferde müssen... Da! Wir müssen laufen. Hey, hier drüben! OJ! Nein, es sind zu viele. Der Wagen, wenn wir ihn ziehen, lockt der Krach sie weg. AJ, alles okay? Ja, keine Bisse. Ich weiß, dass Töten einfacher gewesen wäre. Du bist nett. Ich weiß es zu schätzen. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Also, wie sollen Beißer eure Freunde retten? Sie werden auf einem Schiff gefangen gehalten, nicht weit von hier. Ohne Deckung kommen wir nicht aufs Schiff, sonst knallen sie uns einfach ab. Ihr wollt Beißer als Deckung, um euch auf das Schiff zu schleichen? Das ist irre. Das ist der einzige Weg. Es gibt da was, was ihr sehen müsst. Damit ihr versteht, worum ihr mich bittet. James! Wir brauchen seine Hilfe noch, oder? Ja, brauchen wir. Es ist sicher. Nur noch etwas weiter. Clem, was ist das? Das ist eine Salzlecke. Salzlecke. Klingt eklig. Oder vielleicht schmeckt es gut. Wie Chips, die sind salzig, oder? Los, leck ruhig, wenn du willst. Eklig, das schmeckt fies. Jetzt weißt du Bescheid. Lernen ist blöd. Hier muss es mal Strom gegeben haben. Bete, Bruder. Meine Leute, früher,
Sie hatten einen Brauch. Sie nannten es Sammeln. Sie haben sie als Waffe eingesetzt. Ich dagegen schütze sie. Ich weiß, es klingt seltsam, aber darum habe ich euch hergebracht, um sie wie ich zu sehen. Als Menschen. Als Menschen? Also nicht wirklich als Menschen, aber ein Zwischending. Ein Teil von uns ist noch in ihnen. Tief verborgen. Nur wenige sterben. Wir verwandeln uns. Weder tot noch lebendig. Ich wünschte, ich könnte es so sehen. Es wäre schön zu glauben, dass sie nicht wirklich tot sind. Für mich sind sie verloren. Glaubst du wirklich, dass in Monstern Leute drinstecken? Tief im Innern, ja. Seht es mal so. Hat sich jemand verwandelt, der euch wichtig war? Clems Freund, Lee. Sie erschoss ihn, bevor er ein Monster wurde. Sie redet nicht gern darüber. Tut mir leid. Ich hätte es anders erklären sollen. Ich wollte dich nicht an Unangenehmes erinnern. Ich habe jahrelang unter Beißern gelebt und tue es noch. Allein sind sie harmlos, unschuldig. Wenn ihr meine Hilfe wollt, möchte ich, dass ihr mit ihnen geht und mir dann sagt, ob sie für euch wirklich nur Monster sind. Sie sind nur Monster. Sie sind keine Menschen oder Freunde. Clem! Ihr passiert nichts. Ehrenwort. Das ist nicht clever. Es ist zu gefährlich. Sie muss sich nur wie sie bewegen. Ich schaffe das, AJ. Ich mache es, okay? Ich... Okay. Na gut. Erste Regel. Wir machen nichts allein. Ich lass dich nicht allein. Bin gleich zurück. Check die Fenster. Mach ich. Und sag, verpiss dich, Angst. Mach ich. Ich versprech's. Die Maske verdeckt deinen Geruch. Aber sei vorsichtig und leise. Berühre das Windspiel. Du wirst es sehen. Thank you.
Kleiner, mir geht's doch gut. Siehst du? Keine Bisse. Keine Bisse. Also, sind es für dich immer noch nur Monster? Jetzt hast du sie friedlich gesehen. Siehst du sie jetzt anders? Ich glaube, du könntest recht haben, dass mehr an ihnen dran ist. Vielleicht sind sie doch mehr, als ich dachte. Wirklich? Bisher hat das noch niemand so gesehen. Das... Danke. Ich bin froh. Hast du mal einen Beißer getötet? Ja. Viele. Hast du mal einen Menschen getötet? Viele. Aber das ist lange her. Ich habe jemanden getötet. AJ. Du hast jemanden getötet? Aber ich war im Recht. Verstehe. Das reicht. Was ist mit den Beißern? Hilfst du uns, unsere Freunde zu retten? Ich wollte, aber ich kann nicht. So viele Beißer würden sterben. Es wäre so ein Massaker. Tut mir leid, Clementine. Ich kann nicht noch mehr Blut vergießen. James, der Beißer in der Scheune. Der mit den seltsamen Augen. Der Name? Was meinst du? Und was ist mit der Frau da hinten beim Windspiel? Wie heißt sie? Ich weiß nicht. Asim. Omar. Louis. Das sind die Namen meiner Freunde, die Plünderer entführt haben. Das vergesse ich nie. Ich mag stur sein, aber ich bin nicht herzlos. Diese Plünderer sind grausam. Sie zwingen andere auch so zu sein. Und wenn deine Freunde so wie du sind, dann sind sie es wert, gerettet zu werden. Es wird eine Weile dauern, sie durch den Wald zu führen, zur Küste. Mit der Zeit werden es immer mehr. Morgen Abend. Seid bereit. Es gibt kein Zurück.
Clem, als du gesagt hast, einige Beißer könnten Menschen sein, war das dein Ernst? Stimmt, was er sagt? Ganz ehrlich, ich habe ihm gesagt, was er hören wollte. Beißer sind nur Beißer. Du hast gelogen? Wir brauchen ihn, um unsere Freunde zu retten. Manchmal helfen Lügen also. Komm, AJ. Gehen wir, bevor es dunkel wird. James ist anders als alle, die wir kennen. Er ist so hart, aber nicht wie du. Er tötet keine Monster, hat aber auch keine Angst vor ihnen. Er ist cool. Hey Clem, Willy hat mir vom Plan erzählt. Wie ist es mit dem Typen gelaufen? James, er will uns helfen. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir uns auf ein Schiff in eine Beißerherde schleichen, hätte ich das nicht geglaubt. Was willst du mit denen? Ah, vor dem großen Kampf wollte ich nochmal richtig Halligalli machen. Ein Fluch? Hä? Es klingt wie ein Fluch. Nein, es ist nur ein anderes Wort für Party. Genau. Ich weiß, es ist seltsam, eine Party zu veranstalten. Aber wir müssen alle etwas aufgeheitert werden. Das könnte unsere letzte Chance sein. Hm. Ich wollte für alle Tee kochen. Kann ich mir den Kaffeewärmer ausleihen? Was soll ich tun? Wir müssen den Musikraum etwas aufmotzen. Kannst du was Buntes basteln zum Aufhängen? Okay, ich bin ein Künstler. Ich mache die Decke. Dekoration. Dekoration für die Party. Ich hole den Kaffeewärmer. Wie heißt er? Beat, Bruder. Das ist lustig. Verstehst du den Witz überhaupt? Nein. Fertig, Clem. Komm her. Okay, ich komme gleich. Hey, du machst echt Fortschritte. Bald bist du sicher so gut wie Ten. Weiß nicht. Er ist echt gut. Stimmt was nicht? AJ? Ich habe nur nachgedacht, während ich gemalt habe. Es gibt 3 Sorten von Augen, Clem. Ach ja? Die Augen von lebenden Leuten, die haben wir. Dann gibt es Monsteraugen. Sehen meist wie dreckiges Wasser aus. Manchmal sind Monsteraugen gar nicht feucht. Und dann die Augen von lebenden Leuten, kurz bevor man sie tötet, wie als du Abel getötet hast. Seine Augen waren wie eine Kerze, die ausgeht. Er war böse. Ich sollte mich nicht so fühlen. Ich habe ihn gehasst. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Du bist noch klein und hast so viele sterben sehen, AJ. So viel Gewalt. Nein, ich bin groß. Wenn ich noch größer bin, werde ich nicht mehr darüber nachdenken. Das lasse ich nicht zu. Ich werde echt klug. Ach ja? Ja, weil ich ständig nachdenke. Okay, worüber denkst du jetzt nach? Dass du gebissen und ein Monster wirst. Oh. Ja, je älter ich werde, desto öfter sehe ich es. Weiß nicht warum. Was passiert dann? Es kann jeden treffen, egal ob man drinnen oder draußen oder vorsichtig ist. AJ, wir haben es schon oft durchgekaut. Du weißt, was passiert, wenn ich gebissen werde. Ich will nicht mehr darüber reden.
Aber du hast davon angefangen. Also. Mein Bauch fühlt sich dann komisch an. Als ob ich Durchfall bekomme. AJ, du weißt doch, worüber wir geredet haben. Was du tun sollst, wenn es passiert. Hör zu. Wenn ich gebissen werde... Erschieß. Nein. Nein, das mache ich nicht. Du hast's versprochen. Mir egal. Ich erschieße dich nicht. Wenn du gebissen wirst, musst du mich auch beißen. Was? Das meinst du nicht ernst? Ich will nicht allein sein. Bitte sei nicht böse. Ohne dich halte ich es nicht aus, Clem. Ich weiß, wir haben es oft durchgekaut. Aber zwing mich nicht. Alvin Jr., du weißt, dass du nicht so reden sollst. Du bist zu stark und tapfer. Ich glaube, das bin ich nicht mehr. Doch, bist du. Bist du, okay? Versprechen musst du halten. Ich weiß. Du gibst nicht auf, was? James meinte... Dachte ich mir. Dass wir als Monster überleben können. Also im Inneren. Wenn du gebissen wirst und mich beißt, sind wir noch zusammen. Wir wären bloß anders zusammen. Vielleicht wäre es okay. Was meinst du? James hat viel über die Monster gesagt. Das meiste davon war verrückt, AJ. Du glaubst nicht, dass ich in meinem Monster-Ich wäre? Es gibt kein Monster-Ich, Kleiner. Nichts, was dich zu dir macht, wäre noch übrig. Darf ich patrouillieren gehen? Vor der Party? Ja, klar. Aber sei vorsichtig. Was ist mit AJ? Er braucht nur seine Ruhe. Können wir über die Sache vorhin reden? Mit Minnie? Ja, klar. Was ist los? Das Ding ist, Minnie zu sehen, hätte mir Angst machen sollen, hat es aber nicht. Die Person, der wir im Wald begegnet sind, war nicht wirklich Minnie. Wie sie sich verhielt und wie sie von Sophie und Lily redete, nein. Ich bin verwirrt. Du weißt, dass du ihr nicht vertrauen kannst. Sie ist schon über ein Jahr bei denen. Es ist scheiße, aber so ist es nun mal. Minnie, die echte Minnie, gibt es nicht mehr. Es gibt sie schon lange nicht mehr und ich muss aufhören, um sie zu trauern. Ich passe auf dich und AJ auf. Auf alle, die mir wichtig sind. Louis kann den Ball flach halten. Mann, ja. Ich hoffe es. Als ich herkam, habe ich ihn gehasst. Er war einfach zu intensiv, oder? Er kommt in einen Raum und... Hey, schaut mir alle zu! Das war so albern. Aber dann wurde mir klar, dass ihm Leute echt wichtig sind. Und er fühlt es nicht nur, sondern sagt es auch. Er sagt dir täglich, wie viel du ihm bedeutest. Er würde sogar ein verdammtes Lied darüber singen. Vor allem, wenn es schon ein berühmtes Lied mit deinem Namen gibt. Wir müssen ihn befreien. Das werden wir. Louis, Omar, Azim. Wir werden alle befreien. Hier, für dich. Eine Clementine? Echt? Es ist wie ein Namensschild. Macht sich gut an deiner Jacke. Hey, Clem! Wow! Wo hast du den Strandball her? Er lag neben dem Müll, hinter einem der Schlafsäle. Ich musste ihn aufpusten.
Das war eklig. Aber es hat funktioniert. Ich sollte los. Ruby könnte sicher Hilfe gebrauchen. Er ist cool, oder? Total cool. Zurück! Du musst noch üben. Hey! Ich hab dich lieb, Clem. Ich dich auch, Kleiner. Okay, wir sollten los. Klingt, als ob sie uns im Musikraum brauchen. Okay. Langsam nimmt das Ganze Gestalt an. Hey, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Wir brauchen Beleuchtung, Musik und etwas, was wir auf das große Ding da schreiben. Wenn wir schon sterben, sollten wir vorher Spaß haben. Musik? Aber Louis ist nicht hier. Siehst du das? Ersatz für Louis. Ich habe das Grammophon des Direktors gefunden. Wir könnten Musik spielen. Keine tolle Auswahl. Aber es reicht. Was für Musik magst du am liebsten? Vielleicht Country. Das höre ich am liebsten. Was ein Schock. Also, du nimmst eins dieser schwarzen Tellerdinger und legst es hier drauf. Und dann spielt es Musik? Aha. Du musst nur das Ding an der Seite drehen. Das ist echt cool. Wäre ja keine Party, wenn es keine coole Beleuchtung gäbe. Ich überlege hin und her wegen der Farben. Grün ist beruhigend, aber Purpur wäre irgendwie cool. Der Mond scheint in den Raum hinein. Also was dazu passen könnte. Purpur war die Lieblingsfarbe meines Papas. Ich habe gelesen, dass das die Farbe von Königen ist. Purpur? Irre. Was? Ich mag Purpur. Solltest du's nicht auch mögen, Violet? Ich krieg das hin. Also benutzen wir das Banner für ein Partymotto? Nicht ganz. Es sollte eher die Moral anheben. Ich denke, es sollte kurz sein. So viel Platz haben wir nicht. Ich hatte an etwas Motivierendes gedacht, wie wir schaffen das und befreien unsere Freunde. Hey Jay, warum denkst du dir nicht was aus? Wirklich? Ich habe eine Idee. Es wird eine Überraschung. Ich verspreche auch nicht zu fluchen. Gefällt mir. Wir können Penn bitten, es mit seinem Pinsel zu schreiben. Das wird so ein richtiges Halligalli. Ah, Willy hat nach dir gefragt. Er ist in Marlins Büro. Er hat wohl eine Überraschung für die Party, aber er wollte sie dir zuerst zeigen. Hey Clem, schau mal, ich habe Bücher über Schiffe gefunden. Da geht es um coole Sachen wie Feuer auf dem Meer und Explosionen und so. Der Boiler ist der Schlüssel. Wovon redest du? Ich habe eine Idee, wie wir verhindern, dass die Arschlöcher zurück zur Schule kommen, nachdem wir die anderen gerettet haben. Und dass sie noch mal jemandem wehtun. Wir jagen das Schiff in die Luft. Nur so können wir verhindern, dass sie wiederkommen. Und es fühlt sich richtig an, wegen Mitch. Kommt's mir nur so vor oder sind in dieser Schule alle verrückt nach Bomben? Es kommt dir nicht nur so vor, aber aus gutem Grund. Schwierig wird es, die Explosion auszulösen, nachdem ihr vom Schiff runter seid. Glaub mir, wenn das Ding explodiert, fühlen wir uns alle viel besser. Okay, Leute. Zeit für den Boogie. Hey, Clem. Tut mir leid, dass ich vorhin fies zu Ten war. AJ hatte recht. Ich hätte das nicht zu ihm sagen sollen. Ich wollte nicht ausrasten.
Ich weiß, es ist nicht seine Schuld. Das ist ja schön, Willy. Aber sag es lieber Ten. Sieht toll aus, Ruby. Danke, Zwerg. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Aber warte erst mal ab, was ich noch geplant habe. Los, amüsier dich. Ich sag dir dann Bescheid. Dann gehe ich mal los. Wie ich sehe, arbeitet ihr zusammen. Ja, Willy wollte, dass ich ihm bei seinem Spezialprojekt helfe. Das freut mich wirklich. Ist sie fertig? Einsatzbereit, Clem. Sie wird funzen. Ich, dachte, wir könnten ihr einen Namen geben. Er muss cool sein. Ich finde, sie hat einen Namen verdient. Ja, wir müssen ihr unbedingt einen Namen geben. Ich dachte, du machst dich lustig. Aber ja, geben wir dem Ding einen Namen. Wie wär's mit Mitchs Meisterwerk? Ja. Gefällt mir. Es hätte Mitch gefallen. Okay, dann machen wir es so. Ich hab sie. Also, Clementine, hier sind unsere offiziellen psychologischen Beurteilungen und Probezeitberichte. Okay. Kapier ich nicht. Tja, Zwerg. Die erklären, warum wir alle überhaupt auf diese Schule geschickt worden sind. Und all den Scheiß, den wir angestellt haben, weswegen wir hier bleiben mussten. Und was spielen wir? Ich dachte, wenn wir morgen alle auf eine Himmelfahrtsmission gehen, solltet ihr wissen, wer wir wirklich sind. Ich lese ein Stück vor, das die Erwachsenen geschrieben haben. Und ihr müsst raten, zu wem von uns die Beschreibung passt. Nee, aber ich achte darauf, dass es jemand ist, den du auch kennst. Okay, los geht's. X ist zwar außerordentlich begabt, hat aber immer wieder Wutanfälle, flucht unbeherrscht und gerät in körperliche Auseinandersetzungen mit den Professoren. Ich will nicht schlecht von Toten reden, aber das klingt ganz nach Marlin. Könnte man denken, aber nein. Wirklich? Die Person, zu der die Akte gehört? Ach, stell dir Marlin hoch 2 vor. Das ist Rubys Akte. Ach du Scheiße, echt? Schuldig, euer Ehren. Ja, du hättest Ruby in ihrer Anfangszeit sehen sollen. Sie war wie... Hast du als Kind Zeichentrickfilme mit dem tasmanischen Teufel gesehen? So war unsere liebe Ruby. Früher war sie echt niederträchtig. Mir geht's jetzt besser. Ich kann's mir total vorstellen. Als ich Ruby zum ersten Mal traf, schrie sie, der kleine Mistkerl. Ich hab mich entschuldigt. Wollt ihr wissen, warum ich hier bin? Willy, bitte nicht. Chronisches Masturbieren. Glaub's mir. Das wollte niemand wissen. Was bedeutet das? Wag's bloß nicht. Also, vielleicht sollten wir was anderes auflegen zur Abwechslung? Clementine? Ich mag verschiedene Arten von Musik, glaube ich. Es gibt echt viele. Wie viele? Weiß nicht, viele. Nein, ist okay. Es scheint anzukommen. Alles klar. Dann machen wir weiter. Mir war nicht bewusst, wie viele schon weg sind. Erinnert ihr euch an Justin?
Und Theresa und Jasper, das Mädel mit der bunten Zahnspange. Und Joey, Michelle, Lamar. Erin. Ja, ich habe sie wegen der Spange geärgert. Warum habe ich das getan? Alex, Dewey, Trey, Stephanie. Mann, wie viele von uns sind tot? 34. Wem gehört die Akte? Louis. Sollen wir sie lesen? Ich könnte euch erzählen, warum ich hergeschickt wurde. Also quasi als Trostpreis oder so. Vielleicht hasst ihr mich hinterher. Aber da wir ja alle so offen sind... Ich wollte, dass du es mir sagst. Als ich klein war, war ich oft im Haus von meiner Oma, da mein Vater ein Säufer war und meine Mutter 3 Jobs hatte. Aber nach dem Tod meines Opas wurde meine Oma total apathisch. Saß nur noch den ganzen Tag im Schaukelstuhl. Ich saß vor ihr und wir schauten zusammen fern. Meistens Zeichentrickfilme. Ihr war es egal. Manchmal habe ich sie weinen gehört, aber ich habe nichts gemacht. Ich fühlte mich komisch und habe nur den Fernseher lauter gemacht. Eines Tages stand sie auf und kam mit einem zweiten Stuhl und einem Gewehr zurück. Kaliber 22. Sie legte den Gewehrkolben auf den Stuhl und hielt sich den Lauf gegen die Brust. So kam sie nicht an den Abzug ran. Aber darauf war sie wohl vorbereitet. Denn dann holte sie einen kitschigen Rückenkratzer raus. So ein langes Ding aus Holz, das wie eine Hand aussieht. Und damit drückte sie den Abzug. Also, ja. Peng. Sie knickte zusammen und zuckte noch etwas. 5 Stunden später holte mich meine Mutter ab. Ich saß immer noch da. Sie fragte, warum ich nicht die Polizei oder den Krankenwagen gerufen hätte. Ich zuckte mit den Schultern und meinte, Oma wollte das doch so. Und außerdem wollte ich die Zeichentrickfilme zu Ende gucken. Am nächsten Tag brachte sie mich hierher. Ich war 11. Ja, okay. Das ist ziemlich abgefuckt. Ja, ziemlich. Wir waren nicht nett, Clementine. Trotzdem hätten die Leute, die auf uns aufpassen sollten, uns hier nicht einfach dem Tod überlassen dürfen. Sorry, wir sollten doch Spaß haben. Aber ich bin halt kein Spieler, so wie Louis. Bald wird er es wieder machen. Ten hat recht. Hey, ich hab eine Idee. Wenn wir Angst hatten, erinnert ihr euch, wie Minnie gesungen hat, um uns aufzuheitern? Schade, dass ich es nicht spielen kann. Lou konnte es. Er mochte das Lied. Du könntest es für uns singen, wie sie es getan hat. Du hast eine schöne Stimme. Ja. Das kann ich, Ten. Dämonen. Kämpf
erhobenem Kopf. Kämpf, als ob man nie Angst haben muss. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Leg deinen Kopf sanft nieder. Ruh deine Augen aus. Schlaf, denn ich bin bei dir. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Hallo, Zuckerhase. Lee? Warum der Zug? Immer nimmst du den Zug. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil hier alles anfing. Wo du mir Schießen und Haare schneiden beigebracht hast, um vorbereitet zu sein. Ah, du hast schnell gelernt. Also, was hast du auf dem Herzen? Ich mache mir Sorgen, Lee. Viele Leute verlassen sich auf mich, aber ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue. Ach, das Gefühl kenne ich. Weißt du, dass ich das alles einfach nur erfunden habe? Es durfte nur niemand mitkriegen. Du bist noch so klein. Ich schätze, ich habe es etwas gezeigt. Willst du mir sagen, was los ist? Ich bin in einer neuen Gruppe. Ich war schon in so vielen und immer zerbrechen sie. Aber die mag ich wirklich. Sie ist anders. Ich fühle mich fast wie zu Hause. Das ist schön. Allein da draußen zu sein, ist echt schlimm. Wir haben Probleme. Böse Leute haben meine Freunde entführt. Bei einer Rettungsaktion könnten wir alle umkommen. Du schaffst das schon. Was? Egal, in welchen Schwierigkeiten du steckst, du wirst sie lösen. Du wirst deine Freunde retten. Das weißt du nicht. Doch, du bist eine Überlebenskünstlerin. Die Clem, die ich kenne, kriegt das hin. Das glaube ich wirklich. Stimmt. Ich wollte es einfach nur von dir hören. Ich hole meine Freunde da raus. Jeden Einzelnen. Lebendig. Ganz genau. Stell dir vor, was Louis sagen wird, wenn er dich sieht. Die Jungs werden neue Hoffnung schöpfen, wenn sie wissen, dass du sie rettest. Ach, Zuckerhase. So läuft das mit dir immer, wenn was Großes bevorsteht. Du hattest auch Angst, bevor du schnurstracks zum McCarroll Ranch ranntest. Das hast du überlebt, oder nicht? Das war etwas anderes. Ich war alleine. Nun, jetzt folgen dir aber Leute, Clementine. Und das ist gut so. Sie kämpfen an deiner Seite. Wegen dir. Komm wieder bei mir vorbei, wenn du sie sicher rausgeholt hast. Okay?
sieht das. Gut. Hoffentlich können wir dann über fröhlichere Dinge reden. Ich meine, was ich gesagt habe. Alle meine Freunde sind gute Kämpfer. Wir schaffen das. Ich rede mir nur selbst Mut zu. Kaum zu glauben, dass ich einem Ratschlag eines Säufers folgte, als ich dir die Haare schnitt. Aber du hast es einfach drauf. Dank dir leben die Kinder. Du bist ein Vorbild für sie. Du bist eine geborene Anführerin, Clem. Danke, Lee. Ich fühle mich immer besser, wenn ich mit dir geredet habe. Eigentlich wollte ich... Wie geht's dem Jungen? Er ist nett, Lee. Er würde dir gefallen. Bestimmt. Kann er schon schießen? Du hast ja keine Ahnung. Ich schätze, die Welt ist noch unnachgiebiger geworden. Wer so aufwächst, wird auch so. Jetzt musst du handeln. Denkst du, du schaffst das? Kinder aufziehen war noch nie leicht. Jetzt ist es geradezu ein Albtraum. Ach, Lee. AJ macht manchmal richtig Ärger. Glaubst du kaum. Und er hat keine Ahnung, wie schnell er wächst. Klingt wie jemand, die ich kenne. Ich bleibe in Bewegung, aber ich bin es leid, immer nur wegzurennen. Ich habe ein Zuhause. Dann bist du aus dem Schneider. Ein Zuhause ist ein unglaublicher Glücksfall. Es wird Zeit, Clementine. Du hast Leute, die dich brauchen. Mach's gut, Lee. Clem, wach auf. Wir müssen los. Wir haben einen weiten Weg. Oh Mann, wir machen das also wirklich. Nur die, die mit den Beißern laufen, müssen sich damit tarnen. Jetzt muss nur noch euer Beißer Freund... Er ist hier. Oh Mann, oh Mann. Hallo. Leute, das ist James. Er ist mein Freund. Er ist, Echt cool. Wie bekommt man solche Haut? Ach, ich... Clementine? Kann ich sie anprobieren? Das ist keine gute Komm Idee. Komm schon, bitte! Hey, Willy, bedräng ihn nicht so. Aber ich will nur... Nicht jetzt. Ja, stimmt. Sorry. Es sollte nicht komisch rüberkommen. Schon okay. Ach, und sorry, dass ich dich damals erschießen wollte. Deine Maske wirkte so echt. Ich, hallo, James. Sorry wegen Willy. Ist das der Kerl, den Clem heiraten wollte? Ja. Clementine, können wir kurz unter vier Augen reden? Ja, gute Idee. Warte hier. Hey, Ten,
Kannst du kurz herkommen? Ich muss dir mal was sagen. Die Beißer, sie werden bald hier sein. Mischt euch unter sie, wenn sie durch den Wald kommen. Der Krach vom Schiff wird sie zum Wasser locken. Dann können wir an Bord und unsere Freunde retten. Eure Freunde sind anders, offen und tolerant. Wie du. So läuft der erste Eindruck normalerweise nicht ab. Sorry, ich glaube, ich rede zu viel. Dass Leute mich willkommen heißen, ist ungewohnt. Weißt du, sie könnten auch deine Freunde sein. Ich weiß, du wolltest eigentlich nicht mit in die Schule kommen, aber da du sie jetzt... Ich habe lange nicht mit Leuten zusammengelebt. Aber es klingt schon gut. Ich denke drüber nach. Ich wollte dir etwas zeigen. Das ist wahr, mein Freund Charlie. Wir schlossen uns gemeinsam den Flüsterern an. Aber ihn hat es verändert. Ein für alle Mal. Es hat uns beide verändert. Was meinst du? Die Flüsterer waren meine Familie. Seit ich klein war, während dieser Zeit erlebte ich viel Blutvergießen. Und schließlich wurde ich ein Täter. Schwäche wurde als Gift angesehen. Und ich glaubte es. Wirklich. Ich glaubte so daran, dass als ein Junge vor einem Angriff Mitleid für den Gegner zeigte, ich ihm die Kehle aufschlitzte. Ich habe nicht mit ihm geredet oder über ihn nachgedacht, was er fühlte. Ich kann mich nicht mal an seinen Namen erinnern. Ich wusste nur, dass jemand wie er uns aufhalten würde. Du hast ein unschuldiges Kind getötet? Das ist grauenvoll. Das weiß ich jetzt. Aber damals war es mir egal. Ich musste es tun. Nach seinem Tod konnte ich seine Worte nicht vergessen. Die sind wie wir. Sie gehen nur einen anderen Weg. Ich hörte dann auf zu töten. Veränderte mich. Aber nur wenige Leute taten das. Als AJ sagte, er hätte jemanden getötet, musste ich an sie denken. An mich. Als er sagte, er habe das Richtige getan. Wenn man so jung schon tötet, hinterlässt das Spuren auf der Seele. Bei Charlie hinterließ es Spuren. Ich habe Angst, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn AJ wieder tötet. Er wird nicht mehr der gleiche sein. Ich habe es schon zu oft miterlebt. Ich lasse nicht zu, dass AJ ein Killer wird. Ich will nicht, dass er sich verändert. Nicht so. Hoffentlich hältst du das Versprechen. Sie sind nah. Bald werden es genug sein, um uns Deckung zu geben. Ich führe dich durch die Herde, bis du am Schiff bist. Weiter gehe ich nicht. Ab hier hängt alles von dir ab. Danke. Kümmere dich um AJ. Er ist bereit. Die Beißer sind nicht mehr weit. Ruby, mach du die Pferde. Willy, Ten, die Vorräte. Ich hab die Bombe. Finde den Boiler. Unten dran sollte ein Fach für Asche und so sein. Steck sie da rein. Wir sehen uns nachher. Ich schneide es auf. Violet erzählte mir von Minnie. Weil Sophie starb und Minnie jetzt eine von denen ist. Wenn du sie da findest, sag ihr bitte, dass ich ihr vergebe.
Bitte, ich würde es ihr selbst sagen. Ich will, dass es ihr gut geht. Ja, klar. Ich sage es ihr, falls wir sie sehen. Danke. Es ist soweit. Wir müssen los. Clem? Was, wenn da jemand eingesperrt wird, während wir da drin sind? Und wenn du es wärst? Ich konnte Minnie nicht retten. Oder Lou, Asim oder Omar. Du hast mich vor denen gerettet. Eigentlich die meisten von uns. Sollte dir etwas passieren, und es wäre meine Schuld. Du darfst nicht auch noch sterben. Nein. Du lässt mich besser nicht alleine, klar? Okay. Alles klar? Ja, ich denke schon. Bringen wir unsere Freunde nach Hause. Alle. Alle. Alles bereit. Das wird kein Zuckerschlecken, klar, aber ich... Du verdeckst deinen Geruch. Klug. Hilfst du mir? Danke. Tun wir's? Tun wir's. Okay, immer mir nah. Los geht's. Hinter den Beißern. Nutzt sie als Schild. Willy. Die Vorhände fallen über Bord. Gott verdammt! Jemand soll drüben nachsehen, was da los ist! Aufpassen! Wir werden angegriffen! Gut, das ist unsere Chance. Wir dürfen nicht riskieren, unsere Deckung zu verlieren. Wir müssen den Pier lang. Entlang.
in Ordnung? Bin okay. Bleib bei mir. Halte dich verborgen. AJ, bereit? Weißer! Wenn wir die Bombe am Boiler platziert haben, holen wir unsere Freunde raus. Minnie sagt, es gäbe 8 Plünderer, aber draußen haben wir nicht so viele gesehen. Halte nach Wachenausschau und sei leise. Bin direkt hinter dir. Gut, ich gebe Bescheid, wenn davon alles klar ist. Da. Verdammt, in welcher Stadt sind wir? Komm langsam raus. Rockingham. Hör auf, im Dunkeln rumzuschleichen und geh in deine Kabine. Arschloch. Da müssen wir die Bombe platzieren. Da steht viel zu viel Zeug im Weg. Vielleicht geht es anderswo rein. Hier.
geht's, Mitchs Meisterwerk. Versenken wir das Ding am Grund des Flusses. Wenn die das Schiff anwerfen, bleibt uns nicht viel Zeit, bis es explodiert. Wie lange? Keine Ahnung. Eine Stunde? 30 Minuten? Beeilen wir uns besser. Minerva, Konzentration. Jawohl. Ich habe einen kleinen Bruder. Klein mit einer Narbe im Gesicht. Ist er da oben? Das sagten wir schon. Deine Familie ist jetzt im Delta. Es gibt keinen Platz mehr. Jawohl. Scheiße. Ausgerechnet die musste die Zellenwärterin sein. Wir kommen nicht vorbei. Hau ab. Nicht ohne unsere Leute. Ich schwöre, wenn du Tender mit reinziehst, sag mir einfach, ob es ihm gut geht. Gib mir das. Er sagte mir, er vergibt dir. Scheiße. Ich helfe allen raus. Dann schnappst du dir meinen Bruder und rennst. Bring ihn bitte in Sicherheit. Komm, wir müssen uns beeilen. Clementine? So ein Scheiß! Oh meine Güte, alles in Ordnung? Er sieht gesund aus. Ich bin okay. Uns geht es gut. Kümmere dich erst um Louis. Ihm geht es nicht gut. Hilf ihn. Ich öffne die anderen Zellen. Wir haben kaum noch Zeit, bis Dorian zurückkommt. Violet, hilf mir mit den anderen. Geht klar. Louis? Louis! Was haben sie dir angetan? Nein! Nein! Lass das! Sie haben seine Zunge abgeschnitten. Er wollte nicht aufhören zu reden. Oh mein Gott! Es tut mir leid, Louis. Wir verschwinden von hier, okay? Bringen wir dich nach Hause. Ganz ruhig. Ist ja gut. Ist ja gut. Bald bist du zu Hause. So lange bleiben wir hier nicht.
alles in Ordnung? Mir geht's gut. Wo ist AJ? Hier drüben. Gott sei Dank. Scheiße, aber wir haben noch nicht abgelegt. Wir haben noch etwas Zeit, uns zu retten. Bye, alles in Ordnung? Bin okay. Ich suche einen Weg hier raus. Wenn das Ding explodiert... Ich könnte ihn bearbeiten, wenn ich ein Werkzeug oder... Verdammt, sie haben ein Messer. AJ, hast du noch dein Messer? Ja, sie haben nur das Große gefunden. Gut, du musst es zu mir rüberschieben. Egal, was du tust, lass es. Ich sag dir, es lohnt sich nicht. Geh zurück. Ist sie wach? Jawohl. Gut. Ich übernehme jetzt. Wo ist Abel? Er ist tot. Wir haben ihn getötet. Wir haben ihn abgestochen. Verdammt, du kleines Monster. Oh, verdammt! Es war meine Entscheidung. Ich habe ihn selbst getötet. Geh zurück. Minerva, öffne die Tür. Jawohl. Nach all dem Ärger mit dir sollte ich dich erschießen und über Bord werfen. Aber ich bin wirklich beeindruckt. Erst machst du diese Idioten zu einer Kampftruppe und tötest dann zwei meiner erfahrensten Soldaten. Und dann schleichst du dich mit einer Herde auf mein Schiff. Wenn ich ein Ass wie dich zum Delta bringe, hat sich diese ganze Scheißmission vielleicht doch gelohnt. Jemand wie du, so jung, mit so viel Potenzial? Du bist fürs Töten viel zu wertvoll. Du hättest uns nie angreifen sollen, Lily. Deine Mission war eine Scheißidee. Sie war ein Fehlschlag. Und du hast immer noch eine große Klappe, selbst in einer Zelle. Das wird sich ändern. Mein Vater, Larry, war beim Militär. Als ich ein Kind war, hat er jede Menge Regeln aufgestellt. Verschwendung hat ihn am meisten irritiert. Wenn ich das Licht anließ und aus dem Zimmer ging, rastete er aus. Egal, wie oft er sich über die Stromkosten beschwerte. Ich habe nie dran gedacht, das Licht auszumachen. Und? Eines Tages war der Strom weg. Er mochte praktische Beispiele, damit man sieht, dass Taten Konsequenzen haben. Kein Fernsehen und kein Föhn mehr. Kein Sandwich-Eis mehr. Nur eine traurige Familie, die im Dunkeln hockte. Also ist eure Familie voller Arschlöcher. Ist das die Konsequenz? Dass du ein Arschloch bist? Die Konsequenz war, dass ich das Licht dann immer ausmachte.
Mein Vater hatte Fehler, aber er hat mir gezeigt, dass Beispiele beim Lernen gut sind. Willst du darauf hinaus? Eine Lektion? Ich will dir eine Geschichte erzählen. Nennen wir sie die Zwillingsparabel. Zwei Mädchen wurden von zu Hause entführt und an einen neuen Ort gebracht. Sie mussten ihre Freunde und Familie zurücklassen. Das war zuerst schwer. Sie haben oft geweint. Aber der neue Ort war ein guter Ort. Dort gab es Maisfelder und Schweine. Zum ersten Mal seit Jahren wurden die Zwillinge satt. Sie konnten duschen, hatten saubere Kleidung, Betten. Sie erhielten Waffen und lernten, sie zu benutzen. Die Leute dort waren nett zu den Mädchen. Im Gegenzug mussten sie nur helfen, die Gruppe zu schützen. Dieser Ort hatte nämlich viele Feinde. Mörder und Diebe, die das wollten, was es dort gab. Sie brauchten Unterstützung beim Kampf, sonst hätten sie alles verloren. Die Ernte, ihre Macht, sogar ihre Leben. Wollten sie ihre Zunge abschneiden? Das geschieht nur mit Leuten, die nicht die Klappe halten können. Eins der Mädchen erkannte, dass der Ort den Kampf wert war. Sie hörte auf zu weinen. Aber der andere Zwilling, sie konnte ihr Zuhause nie vergessen. Sie hat alles abgelehnt. Jedes Geschenk, jede Möglichkeit. Hat immer Ärger gemacht. Sie überredete ihre Schwester, ein Floß zu stehlen und über den Fluss zu fliehen. Natürlich kam sie nicht weit. Und was passierte dann, Minerva? Ich hab sie getötet. Meine Güte! Was zur Hölle? Minnie, nein! Sag, dass das nicht stimmt! Deine eigene Schwester? Warum bloß? Sie wollte mich mit ihren Lügen vergiften. Und? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich sollte meinem Zuhause gegenüber loyal sein. Ob's dir gefällt oder nicht, du gehörst jetzt zu uns, Clem. Die Frage ist, welcher Zwilling wirst du sein? Der Loyale oder der Tote? Was hast du bloß mit ihr gemacht? Du verdammte psychotische Hexe! Du bist böse! Durch und durch böse! Violet, reg dich ab! Denk an die Sache mit Louis! Tu einfach, was sie sagen! Warum? Damit ich ein Soldat in ihrer Armee werde? Jemand, der seine Freunde umbringt? Niemals! Hol das Großmaul aus der Zelle. Sie haben die Moral der Geschichte nicht kapiert. Da müssen wir wohl etwas nachhelfen. Hör auf! Twilight, ich weh. Oder ich tu dir weh. Ganz ruhig, Kleiner. Sonst tun wir dir Ach, weh. Hölle! Nein! Lass mich los! Ganz ruhig. Halt still. Scheiße, fick dich! Nein! Es muss doch nicht noch mehr weh tun. Komm schon. Atme. AJ! Du Wahnsinniger! Hör auf! Das reicht. Er hat nicht gebissen. Ich habe gesagt, es reicht. Du verdienst den Tod. Wir töten dich! Glaubst du, du kannst mich töten? Ich weiß es! Wir werfen dich in den Fluss oder wir stechen mit dem Messer in deinen Kopf rein. Große Worte für einen kleinen Kerl. Ich weiß, ich kann es. Ich hab Marlin getötet und ich war im Recht. Peng. Du hast also Marlin getötet.
Du wärst sicher ein guter Soldat. AJ, hör zu. Rede nicht mit ihr, okay? Sie ist ein Monster. Clem, bedeutest du wirklich sehr viel, was? Los, unterhalten wir uns. Nur wir beide. Lass sie verdammt nochmal in Ruhe! Clem! Nein, bitte! Clementine! AJ! Behalt sie im Auge, Minerva. Lily, nein! Lass das Schiff ablegen. Ich will hier weg. Und zwar schnell. Ich werf den Boiler an. Hör auf! Wag es nicht, mich so anzusehen! Nur so können wir überleben! Wer bist du? Scheiß aufs Überleben! Sieh dich doch an! Minnie, bitte! Ich will nur eine Sekunde mit dir reden! Tut mir leid, dass wir nie nach euch gesucht haben! Tut mir leid, dass wir Marlin vertraut haben! Wenn ich es geahnt hätte, dass... Ich weiß! Ich weiß! Okay? Sophie ist tot! Ich habe eine neue Familie. Ihr müsst es alle verstehen. Dies ist der einzige Weg. Macht, was gesagt wird. Oder ihr sterbt. Eure Freunde sterben. Wenn ihr tut, was sie sagen, dürft ihr leben. Ihr alle. Ihr könnt ein schönes Leben haben. Ihr werdet belohnt. Wie ich. Wir sehen uns an Land, ja? Tun wir. Fördern. Ich kannte Clementine schon lange vor dieser Sache. Sie wird sich fügen. Du wirst dich auch fügen, wenn du siehst, was wir dir bieten können. Viel zu essen, ein weiches Bett für euch beide. Ihr könnt auch im selben Zimmer schlafen. Verpiss dich, Angst. Ich habe noch einen auf dem Dock erwischt. Glaub mir, AJ. Du wirst dich... Tin! Scheiße! Hast du dich verlaufen, Tennessee? Er war nicht alleine. Ich will dir noch was zeigen. Hier lang. Fand ich in der Herde. Ein Flüsterer? Kein Wunder, dass da so viele Beißer waren. Du hieltest dich wohl für schlau, als du die Beißer hergebracht hast. Oder war das Clementines Idee? Keine Erwiderung? Dann weißt du, dass du mir keine Angst einjagst. Ist das so? Du zwingst dich anderen auf, weil du Angst hast. Weil du schwach bist. Dank mir haben sie einen Grund zum Kämpfen. Hör nicht auf sie, AJ. Leute wie AJ passen einfach nicht in eine Gemeinschaft, da sie viel zu kaputt sind. Die kämpfen nur für sich, sonst niemanden. Mach schon. Nein!
Was zur Hölle? Ganz ruhig, Ted. Tu ihm nicht weh. Hör auf, Leuten weh zu tun. Bitte. Schieß. Jetzt atmen wir erst einmal alle tief durch. Gib meine Freunde zurück. Leg die Waffe hin. Lass sie gehen. Alle. Sonst. Na schön, dann tu es. Tu es. Rette deine Freunde. Deswegen bist du doch hergekommen, oder? Ach so. Du bist zum Weinen hier. Ten. Du siehst doch nicht wie ein Soldat aus. Bitte, nein! Nein! Scheiße! Wir konnten das andere nicht finden. Was habt ihr getan? Ihr seid sowas von tot. Scheiße, die Bombe! Wide world to roam, uncertain of life for tomorrow. I want to make heaven my home. Sometimes I am tossed and driven, sometimes I know not where to roam. I heard of a city called heaven. I'm striving to make it my home. I have a few days yet to wander, a few more hard battles to fight. No comfort I find in the daylight, the storms are descending near.
Sometimes I know.